Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zur nächsten Vorstellung zum PC-Bild 2020. Suchst du die anderen Videos? Schau unten in die Videobeschreibung. So, heute geht's ums Netzteil. Und wie ihr sehen könnt, machen wir hier keine halben Sachen. Erstmal gehen viele liebe Grüße an den Martin von der Firma ChiefTech raus. Er hat das Ganze ermöglicht, dass wir dieses Netzteil und unser Gehäuse zur Verfügung gestellt bekommen haben. Vielen lieben Dank dafür. Was haben wir hier? Ein Netzteil der Firma ChiefTech, 80 plus Gold zertifiziert, Power Smart Series. Komische Abdrücke, Einkerbungen. Warum? Wir hatten das Netzteil mit dem Gehäuse zusammengeliefert, innen drinne, und dadurch hat es leider diese Schramm bekommen. Schade um den Karton, ist aber immer noch dasselbe Netzteil. Schauen wir einmal von oben. Hier steht es nochmal, 80 plus Gold, effizient zertifiziert. Modulares Kabelmanagement, High-End-Material. Ich kenne das Netzteil nur von Bildern auf der Webseite. Und optisch macht das ganz schön was her. Qualitativ kann ich erst beurteilen, wenn wir es jetzt gleich ausgepackt haben. So, wir drehen es einmal und dann gucken wir auf die Rückseite. Und dort steht auch nochmal PowerSmart Series ChiefTech 80 plus Gold. Und da steht nichts. Also man sieht nicht wirklich viel. Es wird nicht viel verraten, außer hier steht noch ein bisschen drauf. Und zwar könnt ihr hier sehen, es gibt verschiedene Größen der PowerSmart Serie. 1250, 1350 und 1450. Ihr könnt euch vorstellen, welche wir haben. Schöner gelber Punkt. Und auf der anderen Seite ist eigentlich nur ERN-Nummer und noch ein paar Infos. So. Genug über den Karton geredet. Wir wollen wissen, wie es aussieht. Machen wir es auf. Ist das die richtige Seite? Ja gut, ich wollte gerade sagen, Achtung, ich kann es schon sehen. Nein, kann ich nicht. Oh, das war ein bisschen zu feste. Hier ist übrigens so ein Stativ aufgebaut und dann für die Videos alles extra besorgt. Funktioniert übrigens gut. Falls ihr Fragen zum Netzteil habt, schreibt sie in die Kommentare. Egal was, ich versuche sie euch zu beantworten. Im Notfall ziehe ich mir den Martin zu Hilfe. Wir haben einmal ein wunderschönes Heft in allen wunderschönen Sprachen und ich denke mal, das ist einfach nur eine Garantiekarte, beziehungsweise wir können ja mal kurz reingucken, ob wir auf Anhieb Deutsch finden. Ach, da war die englische Version. Ist eine Anleitung und falls irgendwelche Probleme sind, also eine kleine Kurz-Mini-Problemhilfe, so gesehen, die ist dabei, das ist gut. So, dann haben wir, Leute, das ist nicht mein erstes modulares Mainboard, Netzteil. Guckt euch mal bitte an, wie viele Kabel wir haben. Und, Moment, ich mach kurz auf. So. Und dabei sehen die auch noch richtig gut aus. Die sind schwarz, gold ummantelt. Nicht gesleeved, also die Kabel selber sind schwarz-gold und das sieht optisch natürlich richtig geil aus und ich finde das cool, dass es schwarz-gold ist. Es wird zum PC passen. Vielleicht machen wir ein Schwarz-Gold-Design. Wir gucken einfach mal. Also das sieht richtig gut aus, auch hochwertig. Guter Knickschutz drin, finde ich sehr gut. Und wir haben ohne Ende Kabel, also wir können das gerne mal auspacken. Ich glaube nicht, dass das auf eine Reihe drauf passt. Für Grafikkarten, für Festplatten anzuschließen. Noch mehr Festplatten. Für meines Wissens ist das auch PCI Express. Und dann haben wir nochmal, ich glaube, das ist ebenfalls, wenn ich mich nicht irre, PCI Express. Dann haben wir nochmal PCI Express. Und dann haben wir nochmal Festplatten SATA und sonstiges. Festplatten SATA und sonstiges. Und nochmal Festplatten SATA und sonstiges. Ist das krass? Ich habe noch nie ein modulares Netzteil gehabt, jetzt fast wieder Mainboard gesagt, das so viele Kabel dabei hat. Das ist unfassbar. Also, ich meine, das Ding hat 1250 Watt, Leute. Es ist natürlich für dieses Build total übertrieben. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, das ist ja nicht Ende der Fahnenstange. Ich habe vor, mit diesem Build wirklich auch meine ersten Erfahrungen im Thema Wasserkühlung zu machen.
So, das Video ist irgendwie unterbrochen worden, weil diese 5 Minuten 4K-Grenze wieder erreicht wurde. Zum Thema zurück. Wasserkühlung ist mein nächstes Projekt mit Hardtubes, richtig professionell, vernünftige Pumpen. Natürlich wird das System mit 1250 Watt immer noch übermotorisiert sein, aber somit bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass es am Netzteil nie hapern wird. Wir gucken noch in diese kleine Packung, die war rechts im Karton noch drin. Dort ist im Normalfall das Netzteilkabel drin und Schrauben zum Befestigen des Netzteils am Gehäuse. Und nun schauen wir uns das Netzteil persönlich an. Das ist ein Klopper, Leute, ich sag's euch. Unfassbar riesig, unfassbar groß, gute, schwere Qualität meiner Meinung nach. Ein richtig geiles Gehäuse, ich weiß gar nicht, ob man das im Video sehen kann. Ich hoffe es. Das sieht aus wie, ja, so Granit, dunkler Granit. Hier steht es auch nochmal drauf, GPS 1250C, maximale Power 1250 Watt. Das Golddesign, Schwarz-Golddesign geht in den Kabeln hier weiter. Das sind ja die Hauptverbindungskabel zum Mainboard, CPU, Stromkabel und das Mainboard Powerkabel. Und hier sehen wir dann auch nochmal die modularen Anschlüsse. Jede Menge. Insgesamt 3 VGA-Anschlüsse. Oben, 3 weitere unten und 4, 5 Universalanschlüsse, wo die Anschlüsse dann eben für Festplatten oder sonstige Geräte im PC mit Strom versorgt werden. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich An- und Ausschalter und die Luftauslassstelle und ein riesiger Lüfter. Krass. Vorteil am riesigen Lüfter, er wird leise sein. Ich liebe große Lüfter, weil sie immer zu 90% leise sind. Und das liebe ich an Lüftern. So, das war mein Unpacking zum Netzteil. Falls ihr Fragen habt, schreibt unten in die Beschreibung rein, dafür ist sie da. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Es fehlt ja nicht mehr so viel. Bis dahin, bleibt beseit. Danke fürs Zusehen und tschüssikowski, macht's gut. Ciao.